Now you'll have to swing it. Der Jazz ist die Musik der Jugend. Yeah, that's what the swing is. Wenn du amerikanische Titel gespielt hast, warst du weg. Der Jazz war in der deutschen bürgerlichen Gesellschaft relativ verpönt. Und deswegen haben sie verächtlich auf uns runtergeschaut, was ist Jazz? Woher kommt der deutsche Jazz? Junge Musikerinnen und Musiker und alte Swing-Legenden wie Paul Kuhn nehmen mit auf die Reise quer durch die deutsche Jazzgeschichte. Jazz konnte man ja wirklich nur heimlich hören. Wir haben uns vor das Radio gesetzt und haben eine Bettdecke über den Kopf gestülpt, damit es nicht rauskommt, was wir hören. Mit Schätzen aus dem Archiv und Erinnerungen von Jazzpionieren erzählt der Film von damals. Beginnend in den 20er, 30er Jahren, als der Jazz aus Amerika auch Deutschland eroberte. Tanzmusik und so weiter, das war alles verpönt und ich war aber begeistert. Ich habe damals an den Schaufenstern die Nase platt gedrückt, nur damit ich die Klänge von draußen hören konnte. Die jungen Profimusiker interpretieren die alten Songs und zeigen, dass der Jazz zeitlos ist. Und dann kam der Krieg und die Reichsmusikkammer wollte den Jazz endgültig den Garaus machen. Wenn auch gegen den sogenannten Urwaldrhythmus hochoffiziell gewettert wurde, so konnten die Beamten im Grunde kaum einen Jazzbreak von einem Feuerwehrsignal unterscheiden. Der Jazz aber, das Symbol für freiheitliches Denken, blieb. Die Amerikaner marschierten ein. Ja, dann probten plötzlich gegenüber im Dorfgasthof ein paar Musikanten und spielten eine Musik, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Der Umgang, der für uns ganz neu war, der Umgang speziell mit Farbigen, die also in einer Art und Weise sich bewegten, die zum Klavier kamen und sagten, hey Paul, you know Prisoner of Love, man, can you play Ha Ha Moon, man? Und diese Art, die kannten wir gar nicht, aber man wird dadurch so entspannt und so gelöst, das ist fabelhaft. Die Dreharbeiten begannen vor 11 Jahren. Die Jazzlegenden sind mittlerweile fast alle tot. Der Film ist ein berührendes Zeitdokument. Das war mein erstes Engagement gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem wir diesen ganzen Mist hinter uns hatten und konnten wieder unseren Beruf ausüben bei den Amerikanern. Der Film nimmt mit in die Jazzhochburg Frankfurt, in die DDR. Erzählt vom Free Jazz oder den Frauen im Jazz. Der Blick rückwärtsgewandt und im Heute verankert. Die Swing-Legenden, die im Film auftauchen, machen bald konventionellen Jazz, Tanzmusik und schreiben sich, wie Max Greger mit seiner Fernsehband, ins kollektive Gedächtnis ein. Geiler Schlagzeuger. Mega. Das ist unsere neue Erkennungsmelodie für das aktuelle Sportstück. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Der Jazz hat eine Zukunft. Das zeigt der meisterhaft montierte Dokumentarfilm.